Auch im letzten Jahr habe ich mir einen kleinen Spaß erlaubt und am 1. April ein im Kontext des Auswanderns eher skurriles Land vorgestellt. Und nachdem sogar Kim Jong-un höchstpersönlich einen Kommentar hinterlassen hat, möchte ich mir nicht die Gelegenheit entnehmen lassen, um auch dieses Jahr ein Spezialvideo hochzuladen. Ja, auch der Mars bleibt von der Auswanderungsserie nicht verschont. Ziehen wir also unsere Raumanzüge an und begeben uns auf eine galaktische Reise zu unserem planetarischen Nachbarn, um Wissenswertes über unser möglicherweise zweites Zuhause zu erfahren. Auf den ersten Blick scheint der Mars einiges zu bieten, um ein langfristiges Leben auf dem Mars zu ermöglichen. Seine Tage dauern etwa 24,5 Stunden, flüssiges Wasser ist unter der Oberfläche, ja sogar angenehme Temperaturen von frühlingshaften 20 Grad sind nur einige der verlockenden Eigenschaften dieses Planetens. Doch dieser kleine, bestrahlte, giftige, staubige und energiearme Planet hat auch so einige Schattenseiten, die es erstmal zu überwinden gilt. Der Mars ist von der Sonne aus gezählt der vierte Planet im Sonnensystem und gehört zu den erdähnlichen Planeten, besteht also aus einer festen Oberfläche, ist durch die eigene Schwerkraft zu einer Kugel geformt und besteht zum Wesentlichen aus Gestein. Der Mars ist deutlich kleiner als die Erde, denn mit seinen etwa 6800 Kilometern an Durchmesser besitzt er nur etwa einen Siebtel des Volumens der Erde. Aber obwohl er der zweitkleinste Planet im Sonnensystem ist, befindet sich auf dem Mars der größte Vulkan des gesamten Sonnensystems. Das werden wir uns aber gleich noch genauer ansehen. Und interessanterweise ist die Fläche vom Mars fast genauso groß wie die Fläche aller Länder der Erde zusammen. Und der Mars hat zwei Monde, Phobos und Deimos, was vom Griechischen übersetzt Furcht und Schrecken bedeutet. Doch bevor wir uns die Probleme, aber auch die Chancen einer Auswanderung zum Mars genauer ansehen, werden wir noch einen Blick auf die Flagge des roten Planetens werfen. Die Mars-Flagge zeigt drei gleichbreite vertikale Streifen. Sie wurde von der Mars Society erstellt, die eine Non-Profit-Organisation ist und die sich für die Erforschung und Besiedlung des Planeten engagiert. Die Idee der Flagge ist es, den jetzigen und den potenziell durch Terraforming bewohnbar gemachten Mars symbolisch darzustellen. Der rote Balken steht für den Mars, wie er jetzt ist, nämlich ein roter Wüstenplanet. Der grüne Balken steht für den Mars während eines hypothetischen zukünftigen Terraformings und der blaue Balken steht für den Mars nach einem abgeschlossenen Terraforming zu einem blauen Planeten wie die Erde. Natürlich ist das keine offizielle Flagge des Mars, denn es gibt keine Institution, die die Autorität über den Mars verfügt. Laut dem Weltraumvertrag, den übrigens praktisch alle Länder signierten, dürfe kein Staat Himmelskörper für sich beanspruchen oder diese militärisch nutzen. Die Nutzung des Weltraums sei nur für friedliche Zwecke gestattet. Dieses Video ist Teil einer Videoserie, in welcher ich auf das Auswandern in unterschiedlichste Länder weltweit eingehe. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Doch zurück zum Auswandern. Was sind die Vorteile einer Auswanderung zum Mars und was gilt es im Falle einer Auswanderung zu beachten? Werfen wir einen Blick auf die Vorteile einer Auswanderung. Der Mars ist zwar ein staubiger, trockener und öder Planet, doch trotzdem findet man hier einzigartige Naturschauspiele. Auf dem Mars kannst du epische Wetterereignisse beobachten, wie gigantische Staubstürme mit heftigen Gewittern und Blitzen. Wie erwähnt, befindet sich auf dem Mars auch der höchste Vulkan des gesamten Sonnensystems. Der Olympus Mons ist ganze 22 Kilometer hoch und damit fast dreimal so groß wie der Mount Everest. Mit seinen 600 Kilometern Durchmessern könnte er die Distanz von Zürich bis nach Wien oder die Distanz von Berlin bis nach Wien abdecken. Seine beiden Hemisphären sind sehr verschieden. Die Südhalbkugel stellt ein riesiges Hochland dar, das durchschnittlich 2 bis 3 Kilometer über der durchschnittlichen Höhe liegt. Dort gibt es viele Einschlagskrater und auch viele Schildvulkane. Dem steht die geologisch junge, fast kraterlose nördliche Tiefebene gegenüber. Sie liegt 3 bis 5 Kilometer unter der durchschnittlichen Höhe des Mars und hat ihre ursprüngliche Struktur durch noch ungeklärte geologische Prozesse verloren. Auslöser war möglicherweise eine gewaltige Kollision in der Frühzeit des Planeten.
Ansonsten ist die Oberfläche des Planeten staubig, sandig und geprägt von Felsen, Steinen und Sanddünen. Auf dem Mars gibt es auch ein gewaltiges Grabensystem. Die Marina-Täler sind das größte Grabensystem des Sonnensystems und sind nicht nur etwa 4000 Kilometer lang, sondern auch 700 Kilometer breit und bis zu 7 Kilometer tief. Man muss sich mal vorstellen, dass dieses Grabensystem ganz Europa abdecken und mit Kratern fast so groß wie der Mount Everest bestücken könnte. Und ebenso wurde auf dem Mars im Jahre 1976 das sogenannte Marsgesicht entdeckt. Dieses ähnelt einem Gesicht, das in das Weltall blickt. Auch pyramidenähnliche Strukturen wurden entdeckt, doch all diese Funde wurden nicht von höher entwickelten Lebensformen erschaffen, sondern sind Produkt natürlicher Erosion. Und so sieht übrigens der Sonnenuntergang auf dem Mars aus. Alle, die also schon ihre Koffer gepackt und ihr letztes Erspartes für den Flug zusammengekratzt haben, müssen sich aber auch folgende Punkte mal aufmerksam anhören. Die Temperaturen erreichen in Äquatornähe am Tag zwar bis zu angenehme 20 Grad, sinken aber auf minus 85 Grad in der Nacht. Die mittlere Temperatur des Planeten liegt bei etwa minus 63 Grad, was nicht gerade lebensfreundlich ist. Zudem ist die kosmische Strahlung ein Problem. Die nur sehr dünne Atmosphäre des Mars schützt nicht genug gut gegen Strahlung, weshalb allfällige Basen unter der Erde erbaut werden müssten. Auch erhöht sich die Strahlenbelastung bei Sonnenwinden stark. Diese Strahlung ist für Lebewesen sehr gefährlich, da sie DNA zerstören und Krebs verursachen kann. Dieses Problem wäre nur durch konstante Isolation möglich, sehr starke Isolation sogar. Ein weiteres Problem ist die giftige Oberfläche des Mars. Perchlorate sorgen dafür, dass sogar gewisse Bakterien, die bekannt dafür sind, im Weltall zu überleben, bereits nach wenigen Minuten auf dem Mars sterben würden. Der feine Marsstaub ist eine weitere Herausforderung. Die kleinsten Partikel des Staubs haben eine Größe von nicht einmal 3 Mikrometern im Durchmesser und sind ständig in der Atmosphäre aufgewirbelt. Sie sind sogar für Marsroboter eine Herausforderung, da sie die Getriebe verklemmen und sich durch ihre elektrische Ladung an gewisse Teile anheften. Um längerfristig auf dem Mars leben zu können, wird Energie benötigt, die so einfach nicht gewonnen werden kann. Denn Sonnenkollektoren sind aufgrund Staubstürmen und der größeren Entfernung zur Sonne nicht so effektiv, für Windräder ist die Atmosphäre zu dünn und für Erdwärme der Boden zu kalt. Deshalb muss vermutlich auf Atomenergie zurückgegriffen werden, was wiederum mit neuen Herausforderungen einherkommt, zum Beispiel den Transport eines solchen Reaktors zum Mars. Die Schwerkraft ist 62% geringer als auf der Erde, was längerfristig zu Muskelverlust, Knochenabbau und Herz-Kreislauf-Problemen führt. Und eine weitere Herausforderung ist die Distanz zwischen dem Mars und der Erde. Etwa alle 26 Monate sind sich der Mars und die Erde genug nahe, um eine Reise zu ermöglichen. Und eine Reise dauert etwa 7 Monate. Das Problem ist, dass falls du als Auswanderer etwas von der Erde benötigst, sei es nuklearer Brennstoff, Ersatzteile oder sonst etwas, dann kann man dir das nur alle 26 Monate zusenden, denn ansonsten ist die Distanz zwischen dem Mars und der Erde einfach zu groß. Es gibt also viele Herausforderungen, die es im Falle einer Auswanderung zuerst noch zu überwinden gilt. Doch mit Wissenschaft und Technologie können wir diese Probleme lösen und, so hoffe ich es, irgendwann einmal zu einer echten interplanetarischen Spezies werden.